Die Aktuelle Stunde der ÖVP zum Thema Staatsschutz hat am Mittwoch mit einem heftigen Schlagabtausch begonnen. Die ÖVP und die Grünen warfen der FPÖ und dem ehemaligen Innenminister Herbert Kickl die mutwillige Zerschlagung des Staatsschutzes und enge Verbindungen zu Russland vor. Für diese Zeit war eben der Staatsschutz und Nachrichtendienst international isoliert. Das sind Fakten. Wenn ich Masalek sage, dann sage ich, dass der in Ihrem Innenministerium aus- und eingegangen ist und Ihrem Sicherheitssprecher und Abgeordneten hat der Herr Jan Masalek einen Job angeboten. Sie können sich da nicht einfach so hinauswinden. Verantwortung übernehmen war noch nie Ihre Stärke, Herr Kickl. Sie haben als Innenminister versagt und keine Verantwortung übernommen und Sie haben es auch als Oppositionsführer nicht getan. Sie haben in Ihrer Zeit als Innenminister maximalen Schaden für Österreich und für die innere Sicherheit in Österreich angerichtet und wir müssen dafür sorgen, dass Sie nie wieder in so eine Position kommen. Die FPÖ wies sämtliche Vorwürfe zurück. Diese Aktuelle Stunde heute hier ist leider großteils, man muss das so sagen, eine Stunde der Desinformation und eine Stunde der Fake News der Einheitspartei. Es ist der nächste Teil der aktuell laufenden Anti-FPÖ-Kampagne des Systems, dem für seinen Machterhalt wirklich jedes Mittel recht ist. Das BVT sei zum Zeitpunkt seines Amtsantritts als Innenminister geprägt von Schlampereien gewesen. Das sei das Ergebnis der jahrzehntelangen ÖVP-Verantwortung gewesen, die damit den Nährboden für den Informationsabfluss aufbereitet habe, so Kickl. Auch SPÖ und NEOS sahen die Verantwortung für die Spionageaffäre nicht nur bei der FPÖ, sondern auch bei der Volkspartei. Weil wer hat denn mit der FPÖ koaliert? Wer hat denn zugelassen, dass die FPÖ das Sicherheitsressort erhält? Und wer hat sogar Herbert Kickl als Person zugelassen, als Innenminister? Wollen Sie uns glauben lassen, dass Ihnen damals nicht bewusst war, welches Geisteskind Herr Kickl ist? Was Sie hier betreiben, ist Kindesweglegung. ÖVP und FPÖ tragen seit 24 Jahren die Verantwortung und machen jetzt ein Schauspiel der unwürdigen Art und schieben die politische Verantwortung ab und schieben sie hin und her. Das ist wirklich ein unwürdiges Schauspiel, das Sie hier treiben, meine Damen und Herren.